Hallo zum Sport am Freitag. HBW gegen BHC Teil 2. Genauer gesagt, nach dem Duell in der DKB-Handball-Bundesliga trafen der HBW Balingen-Wallstätten und der Bergische HC im DHB-Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend erneut aufeinander. Der erste Vergleich ging, wie berichtet, mit 27:23 an die Gallier von der Alb. Jetzt wollen der frisch verheiratete Kapitän Martin Strobel, Glückwunsch, und Co. erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale einziehen. Er war beim Sieg in der Liga mit einem Dutzend Toren einer der stärksten, Yves Kunkel, genauso wie Keeper Thomas Mirk war. Die gesamte Mannschaft zeigte eine sehr gute Partie. Anweisung von Litti: mach's noch einmal, Yves. Die Löwen kehrten übrigens nicht ins Bergische Land zurück, sondern bereiteten sich in der Nähe von Mannheim auf das Pokalduell vor. Besser machen als am Samstag natürlich das Motto des BHC um den Ex-Balinger und Ex-Neuhäuser Fabian Gutbrot. Da haben wir den sportlichen Leiter Viktor Cilagi, er wieder in Zivil, der Österreicher half ja zuletzt aufgrund der Ausfälle aus. HBW-Coach Rudolf Sittrückson zwar gut gelaunt, doch der Isländer musste nach weiteren personellen Ausfällen improvisieren. Neben König an seinem Geburtstag, Glückwunsch, Wilke, Wagner und Hens fielen mit Ilic, Voth, beide Magen-Darm-Probleme, und Krieg, der sich die Hand gebrochen hat, noch drei weitere Spieler aus. Dafür stand ein Trio aus der zweiten im Kader. Julian Thoman, René Zobel und Markus Dangers rückten auf. Die Jungs von Coach André Doster ja in der dritten Liga mit starkem Saisonstart. Er wird sich in Zukunft erstmal nur auf seinen Heimatverein konzentrieren. Martin Strobel steht derzeit, wie berichtet, nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung. Also jetzt aber hereinspaziert. Die Bergischen Löwen, der Fusionsclub aus Wuppertal und Solingen, zog ja vergangene Saison sogar ins Final Four ein und scheiterte da erst im Halbfinale nach Verlängerung am späteren Pokalsieger SC Magdeburg. Mit Alexander Oelze steht neben Gudi noch ein weiterer Ex-HBWler im Aufgebot von Coach Sebastian Hinze. Der monierte vor allem das Angriffsspiel seiner Jungs bei der Liga-Niederlage und dass seine Spieler in Stresssituationen nicht gut agiert hätten. Knapp 1600 Zuschauer kamen in die Sparkassen-Arena, knapp 800 weniger als am Samstag. Mit Matti Flor und dem verletzten Pommes Hens hat der HBW immerhin zwei zweimalige Pokalsieger in seinen Reihen, damals mit dem HSV Hamburg. Der HBW erreichte nach Siegen gegen den Drittligisten Bad Neustadt und gegen den Zweitligisten Aue das Achtelfinale. In der Liga kommen beide Teams jeweils auf 5 Punkte. Jetzt also Pokal, gleich geht's los. Zuvor noch ein Dankeschön an den Sender Sport 1. Mit freundlicher Unterstützung von Sport 1 lassen wir jetzt mal den Ball laufen. Ach ja, die Partie stand unter der Leitung der Schiedsrichter Michael Klipp und Christoph Meyer. Sie kennen das ja, Unparteiische sind dann ziemlich gut, wenn sie nicht im Bericht erwähnt werden. Erster Freiwurf, erstes Tor. Gudi steigt hoch und sorgte mit diesem Strahl gleich mal für die Führung. 2009 wurde er ja mit der DHB-Juniorenauswahl Weltmeister, damals in Ägypten. Die Antwort der Hausherren folgte prompt: Flor, Strobel, Friedrich, Hausmann, Tor. Ja, Hausmann überwindet Christopher Rudek, der dieses Mal den Vorzug gegenüber Gustafsson erhielt. 1 beide. Dies sollte aber der einzige Balinger Treffer in den, Achtung, ersten 8 Minuten bleiben. Der BHC kam deutlich besser aus den Startlöchern und zog mal eben auf 5:1 davon, Arnor Gunnarsson. Doch dann schüttelten sich die Gastgeber einmal und bliesen zur Aufholjagd. Hausmann, Friedrich und hier Kunkel, der zuvor einen 7 Meter verballerte, brachten ihre Farben wieder ran. Erst den Ball abgefangen und dann sauber durchgetankt. Der ist richtig gut drauf derzeit, der Yves Kunkel. Und es kam noch besser. Youngster-Team Notdorf, der in der 5-1-Abwehr wieder vorgezogen agierte und das richtig stark machte, egalisierte das Ganze noch. 4 Tore binnen 4 Minuten, 5 beide, alles wieder auf Anfang. Durch den Sohn von Co-Trainer Ecki, durch Team Notdorf. Ausruhen ist nicht, gleich wieder drauf auf den Thomas Babak, jawoll. Ein paar fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen später und einer Verwarnung gegen den Co. gegen Ecki war es der Kapitän, der für die erste Balinger Führung sorgte. 18. Spielminute, Martin Strobel mit dem 8:7, ab in den Giebel.
Es brodelte in der Halle deutlich mehr Betrieb an den Banden als im Liga-Duell. Der Bronzemedaillengewinner von Rio nahm das Zepter in die Hand und war auch als Torschütze erfolgreich. Martin Strobel am Samstag noch etwas geschwächt, jetzt wieder top drauf. Immer wieder Lücken für die Rückraumspieler, auch weil Matti Flohr am Kreis viel ackerte und frei blockte. Zudem bildete er mit Davor Dominikovic ein starkes Abwehrbollwerk. Mirk war mit dem langen Ball auf Linksaußen. Yves Kunkel, jetzt war hier Feuer drin und Hinze sah sich gezwungen zu löschen. Auszeit. Wieder unterliefen den Jungs in Weiß einige Fehler, als es hitziger wurde. Die Blauen blieben cool und effektiv. Das Konzept von Runar Sitrykson ging auf. Trotz der vielen Verletzten bleibt der 44-Jährige ruhig und besonnen und erklärt jedem Einzelnen, was er zu tun hat. Und die Jungs hörten aufmerksam zu. Gleiches galt aber auch auf der anderen Seite. Zumindest drehten erstmal Alexander und dann zweimal Maximilian Herrmann das Ganze wieder. Die Partie und Maskottchen Zolli wogen jetzt hin und her. Jetzt waren wieder die Balinger dran. Markus Stegefeld rums unter die Latte, da passte kein Löschblatt dazwischen. So, und kurz vor der Pause war wieder Kunkeltime. Erst sorgte er für die erneute Führung, dann wieder ein leichter Ballverlust. Der Löwen, schnelle Beute für die Blauen und traumwandlerisch sicher verwandelt. Fünfte Bude von Kunkel, der HBW führte zur Pause mit 13:11 und er schaute etwas betröppelt drein. Sebastian Hinze, doch noch ist ja alles offen. Wir nehmen den Ball wieder auf. Der HBW kam jedoch besser aus der Kabine. Lars Friedrich steigt an der gestrichelten Linie hoch und überwindet Rudek. Der ist schon richtig gut in Balingen angekommen. Der Neuzugang aus Bittenfeld, der Lars Friedrich. Sitrykson wechselte die Keeper. Der Schwede Peter Johannesson kam für den keineswegs schlechten Tschechen Tomasz Mirkwa und parierte gleich mal gegen Christian Hosse. Wie schon am Samstag hatte der HBW ein klares Plus auf der Torwartposition, auch wenn hier Rudek Sieger gegen Kunkel bleibt. Und der HBW zog wie schon im Ligaduell auf 4 Tore davon, es wurde um jeden Ball gefightet, diese Szene exemplarisch. Die nächste auch, Johannesson pariert. Kunkel trifft. 20 Minuten noch, Martin Strobel, 18:14, Szene läuft weiter, Gutbrot findet in Johannesson seinen Meister. Die Torleute bilden ein gutes Gespann derzeit, Brust raus und raus mit den Emotionen, der HBW ist auf Kurs Viertelfinale. Vor allem als Landsmann Stegefeld noch einen draufsetzte, zum ersten Mal lagen 5 Tore Abstand zwischen dem HBW und dem BHC. Hinze musste wieder eingreifen, aber dieses Mal ohne Erfolg. Markus Dangers mittlerweile am Kreis, Strobel mit dem Pass und Tor Nummer 20 durch die Nummer 20 durch Markus Dangers aus der zweiten. Bravo! Der HBW ließ nun nichts mehr anbrennen. Ganz souverän spielte man die letzten 10 Minuten runter. Strobel führte gekonnt Regie und traf selbst insgesamt 7 Mal. So, Zeit für einen Schmankerl. Friedrich, Strobel, Kunkel, Hausmann, Tor. Da haben sich die Jungs in der Auszeit zuvor ja was Tolles ausgedacht und perfekt umgesetzt. Auch wenn es knapp war, aber kein Kreis ab, sondern Kempatrick-Tor von Yannick. Jetzt klappte fast alles. Jan Remlinger ohne Worte. Strobel, 7. Kiste. Noch einmal wandert die Kugel durch das Rückraumtrio Friedrich Strobel Stegefeld. Draußen wartet der Yves, da kommt er und schlägt zum 8. Mal zu. Wir sind in der letzten Minute. Alexander Herrmann trifft zum 23:27 aus BHC-Sicht. Damit haben wir exakt das Ergebnis aus dem Bundesliga-Duell 4 Tage zuvor. Ja, und dabei blieb es auch. Der HBW gewinnt nach starker Leistung verdient und zieht damit also erstmals ins Viertelfinale ein. Ein Sieg fehlt noch zum Erreichen des Rewe Final Four in Hamburg. Der Gegner wird am kommenden Mittwoch vor dem Länderspiel Deutschland gegen Portugal ausgelost. Die Stimmen gibt's gleich. Ja, es war wieder sehr, sehr gut. Also vor allem wieder die Abwehr.
Vielleicht kann man einfach das Interview spielen von Samstag, dann rede ich wahrscheinlich genau dasselbe. Also es war einfach wieder die Abwehr, die entscheidend war. Wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit auch dann weggekommen sind. Dann waren es immer 5-6 Tore. Am Schluss, die letzten 2 Minuten, okay, da schießt er nochmal 2 Tore. War uns aber dann egal, weil es heute wieder eine super Leistung war. Wir hatten jetzt immer noch die Verletzten natürlich. Dann war Sascha und Forti waren krank und dann sind ein paar aus der zweiten eingesprungen. Und also einfach super. Also klasse Teamleistung wieder. Es hat wieder jeder einfach alles in die Waagschale geworfen und jeder hat seine Leistung gebracht. Ja, hat gepasst. Ich denke, wir auch das schnelle Spiel haben wir ganz gut aufgezogen. Ja, man kann mit dem Ergebnis leben. Wie auch schon am Samstag haben wir, denke ich, ein gutes Spiel gemacht und wieder eine gute Torhüterleistung. Heute Peter Johannesson mit einer überragenden Leistung in der zweiten Halbzeit. Und wenn wir solche Torhüter hinten drin haben und so eine Abwehr stellen, dann können wir noch ein paar Spiele gewinnen dieses Jahr, denke ich. Das war wieder Teamgeist pur, auch wenn es so ein bisschen weniger Zuschauer waren. Aber es passt ja soweit, es ist halt auf dem richtigen Weg. Ja, sehe ich genauso. Zu den wenigen Zuschauern. Also ich finde trotzdem, dass es eine Riesenstimmung heute war. Und das ist auch ganz normal, dass in der Woche im Pokal vielleicht nicht so viele Leute kommen. Wir hoffen natürlich, dass das nächste Heimspiel wieder ausverkauft ist und dass die Stimmung weiterhin so gut ist, wie sie jetzt ist. Ja, aber ich denke, wir haben es zu keinem Zeitpunkt haben wir das geschafft, unser Angriffsspiel durchzusetzen. Und ja, dann natürlich kommt der HBW dann auch in eine sehr, sehr gute Phase, wo sie fast alles treffen von 10 Metern aus dem Rückraum in der zweiten Halbzeit. Und ja, das ist natürlich dann mit einem desolaten Angriffsspiel, wie wir es hatten, ist das dann nicht mehr rumzureißen. Jetzt haben wir genau das gleiche Ergebnis wie am Samstag. Also hat der Trainer und die Mannschaft alles richtig gemacht. Ja, der Mannschaft hat alles richtig gemacht. Das ist schon klar. Also. Was waren heute die Schlüsselfaktoren? Wieder die starke Abwehr, wieder Torhüter Lewis, nachdem er nicht so gut ins Spiel gekommen sein mit 1-5. Also, wir müssen auch sein, also wir haben diese Langverletzte jetzt immer gehabt. Und jetzt ist Julian Krieg dazu gestoßen. Und dann haben wir Christoph Voth krank und Sassel ist auch krank. Also, was ist das? 7 Leute oder so, die fehlen heute. Und die haben das einfach gut gemacht. Also, wir haben relativ wenig gewechselt, aber die sind reingekommen, die haben dann auch seinen Teil gut gemacht. Wir haben mit einer Bombenabwehr hier verteilt heute und was den Schlüssel zum Sieg. Ja, wir haben, wie gesagt, auch wieder hinten sehr gut gestanden. Die 5-1 über das ganze Spiel durchgezogen, auch aufgrund der Ausfälle, die wir hatten. Aber dann auch vorne auch mal ein bisschen Risiko gespielt natürlich, aber trotzdem weiter an uns geglaubt und das war dann ganz wichtig. Warte, zwei, drei Sätze noch. Du wirst im Moment nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen, aber das ist kein Rücktritt, sondern nur eine Pause. Haben wir das richtig verstanden? Ja, es ist so, dass ich vorläufig natürlich mit dem Bundesträger telefoniert habe, dass er mich vorläufig nicht berücksichtigen muss. Inwieweit das oder wie lange das dauert, das muss man dann schauen oder ob und steht in der Zukunft. Am Sonntag geht es schon in der Liga weiter, dann steht der Gang zum Aufsteiger und aktuellen Schlusslicht HSC 2000 Coburg an. Zeit für die ersten Auswärtspunkte, oder? Ja, wir haben nichts zu verschenken, das wissen wir ganz genau. Das letzte Woche war jetzt ein Bundesligaspiel, heute war ein Pokalspiel. Jetzt ist es abgehakt und wir bereiten uns die nächsten 4 Tage auf Coburg vor. Auswärts habt ihr noch keinen Punkt in der Liga, die sind letzter Aufsteiger, da muss doch was gehen. Ja, absolut. Jetzt haben wir die 2 Heimspiele hier gewonnen. Das heißt, unsere Brust wird auch immer größer. Die strecken wir jetzt mehr raus und warum denn nicht? Wir wollen am Sonntag nach Coburg fahren und da 2 Punkte holen. In der Liga hat es auswärts noch nicht geklappt. Ja, das ist egal. Wir haben jetzt die letzten 3 Spiele zu Hause gewonnen. Die Euphorie nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich denke, man sieht auch bei uns auf dem Spielfeld ist was passiert. Wir harmonieren besser zusammen. Es klappt immer besser. Und ja, wir wollen in Coburg natürlich die Punkte holen. Also wir sollten einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Also die Chancen sind natürlich unterschiedlich, aber wir sollten in unsere Köpfe kriegen, um jedes Spiel reinzugehen und zu gewinnen. Ja, dann gehen wir mal aufs nächste Spiel. Auswärts hat es bisher noch nicht geklappt, aber bisher jetzt nach den 2 Siegen mit breiter Brust nach Coburg am Sonntag. Ja, so irgendwann kommt der erste Sieg auswärts. Am besten am Sonntag. Hast du recht. Wir drücken jedenfalls die Daumen. Das war's aus der Sparkassen-Arena. Danke fürs Interesse und ein schönes Wochenende.